Hallöchen alle miteinander und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier bei den Tabletop Wardens. Auch heute wieder sind wir komplett versammelt. Einmal der Yannick Hallo. und der Sebastian Moin, moin. und meine Wenigkeit. Wie bereits im letzten Video angekündigt, gehen wir mit euch jetzt mal die Änderungen so ein bisschen mehr im Detail durch. Wir hangeln uns so von Fraktion zu Fraktion. Dann werden das vermutlich kürzere Videos sein, das sage ich jetzt mal so vorsichtig in den Raum. Genau, ein bisschen kompakter, aber tatsächlich, weil bei einigen Fraktionen halten sich die Änderungen da doch im Rahmen. Und im heutigen Video erstmal vorab wollten wir kurz nochmal darauf eingehen, dass es mit dem Release der Season 4 einige Änderungen im Regelbuch gab. Wir haben da zum einen, wie wir schon bereits in dem Artikel von Simon im Vorfeld erfahren haben, Änderungen bei der Aufstellung. Das heißt, der Spieler, der die Seite wählt, der wählt auch, wer die erste Einheit aufstellen darf. Was wir, denke ich, alle als eine sehr positive Änderung ansehen. Und bei den bereits beobachteten Spielen konnte man auch deutlich feststellen, der Würfelwurf am Anfang, der ist jetzt bei weitem nicht mehr so krass, wie er vorher mal war. Genau. Dann gibt es die neue Option der sogenannten Battlefield-Layouts. Da werden wir noch im Detail in einem anderen Video drüber sprechen. Aber vorab schon mal gesagt, Simon hat hier eine Option eingeführt, wo man praktisch, soll man sagen, so Päckchen von Geländen hat, Geländesets. Und man würfelt praktisch aus, welches von diesen Sets in dem jeweiligen Spiel zum Tragen kommt. Man kann sich dann aus einem Pool von vier vorgelegten Geländestücken dann immer dann wie gehabt eins auswählen, aber dieses Set wird halt mit einem Würfel bestimmt. Gibt es halt auch schon einige Diskussionen darüber, wie man das empfindet. Wir werden dazu, wie gesagt, in einem anderen Video noch ein bisschen näher drauf eingehen, wie wir das Ganze auch sehen. Ja, aber es zwingt ja niemanden, diese Battlefield-Layouts zu benutzen. Also, ihr könnt genau so weiterspielen mit dem Gelände, wie ihr es bis jetzt immer auch gemacht habt. Das ist halt eine Alternative. Genau. Korrekt. Und zum Schluss nochmal auch hier angerissen, es gibt ein neues Szenario, wie auch angekündigt in dem Simon-Artikel, und zwar Banners and Butchery. Da würden wir euch raten, lest euch das einfach auch mal selber, die Regeln nochmal kurz zu dem Szenario durch. Auch hier werden wir nochmal in einem anderen Video darauf eingehen, wie wir das selber empfinden. Wir hatten jetzt noch nicht die Gelegenheit gehabt, das zu spielen. Es ist noch nicht so viel Zeit vergangen zwischen diesen zwei Videos. Ich sag mal so, die Resonanz war bislang nicht ganz so positiv bei dem, was man da wohl irgendwie gelesen hatte. Ich kann mir selber noch keinen festen Eindruck davon machen. Ja, Ja. ist auch schwer zu sagen, aber erstmal sieht es wild aus. Ne? Es sieht Ja. wild aus, also es geht ja darum, dass du in der gegnerischen Hälfte Objectives versuchst einzunehmen und die porten dann auf deine Seite. Und du kriegst halt am Ende des Spiels Siegespunkte, wie viele Objectives auf deiner Seite sind. Das ist so die Idee hinten dran. Echt? Nee, das habe ich anders verstanden. Oder? Die Da du seht ihr schon mal. zerstörst. Nein, Genau. nein. Aber wenn Du du kannst eins die zer zerstören und dann spawnen die neu, aber dann Genau. Genau, gibt aber es dann auf drei Siegpunkte. deiner Also. Hälfte. Das meinte ich mit die Porten rüber. Es ist auf jeden Fall eine Es ist wild. ganz, es ist sehr wild. Ich habe schon bei den Kollegen von Stats, die haben das schon liebevoll Banners and Bullshit genannt. Ist ein bisschen harsch. Ich weiß nicht, ob man den direkt so schlecht reden muss. Werden wir noch, wie gesagt, in einem separaten Video nochmal mit euch durchgehen, wie wir die Regeln von der Mission empfinden. Und ob sie halt vor allen Dingen kompetitiv vielleicht auch was taugt oder nicht, weil sie jetzt halt auch in so einem Tourney-Dokument als eines der offiziellen Spielmodi aufgenommen worden ist. Ja. Ja. Genau, so viel dazu erstmal. Das sind so die größeren Dinge, die wir noch später bereden werden, aber die könnt ihr euch schon mal im Vorfeld mal selber auch mal durchlesen im Regelbuch. An der Stelle angemerkt, übrigens, übrigens Kudos einfach an Simon. Es war alles pünktlich. Also man muss sagen, der Patch kam punktgenau um 18 Uhr unserer Zeit ja raus. Alle Dokumente waren verfügbar und das Update folgte, ich glaube, keine halbe Stunde später, auch in der App. Es gibt immer noch vereinzelte Fehler.
In der App. Deswegen, ich würde euch raten, es sind einige wenige, aber guckt trotzdem immer wieder mal lieber in die Dokumente rein. Ich glaube, die sind sicherer. Aber auf die Fehler wurde Simon schon hingewiesen und sie sagten ja auch, dass sie noch in den Tagen nach dem Release sich noch ein bisschen Zeit nehmen werden, um diese Fehler auszubügeln. Genau. Was auf jeden Fall sehr schön ist. Ja. Solange euch nicht die Create Access in den Dokumenten anguckt. Oh ja, die sind witzig. Die würde ich euch durchlesen. Nein, Die nein. sind da tatsächlich ziemlich funny. Ja, die sind ein wenig falsch geschrieben vor den So ein Regeltext. bisschen überhastet, abgetippt, genau. 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 Aber egal. Aber genau, genug des Geplänkels vorab. Wir wollten jetzt in diesem Video, und das ist das Hauptthema dieses Videos, jetzt mit der ersten Fraktion anfangen. Konnten uns noch nicht festlegen, was wir nehmen, also dachten wir, der logischste Schritt ist, wir nehmen natürlich die Neutralen, ne? Weil das ist so der Ausgangspunkt, wo auch alle mit ein bisschen was anfangen können. Und genau, werden mit euch mal einmal über die Neutralen drüber gehen. Und zum Abschluss, weil wir empfanden, das war eine gute Überleitung, dann auch über House Bolton auch nochmal kurz, weil diese jetzt die Option bekommen haben, auch Neutrale zu spielen. Jetzt hast du ja schon alle Änderungen bei den Boltons mehr oder weniger Ah, der gesagt. ist eine dabei, die Fast haben alle wir schon Änderungen. Fast alle. aufgespart. Ja. Genau. Ja, gehen wir doch mal zu den Neutralen. Sind ein paar interessante Sachen dabei. Genau, und die erste Einheit, die wir uns rausgepickt haben, ist vermutlich auch eine schon der interessanteren. Und das sind die Golden Company Swordsmen. Bei den Golden Company Swordsmen hat sich nur, ich will nicht sagen leicht was getan, aber die Fähigkeit Adaptive Style wurde generell geändert. Ihr habt immer noch die Möglichkeit als Order zu sagen, wenn diese Einheit angreift oder angegriffen wird, dass man einen von den beiden Effekten auswählen kann. Das heißt, der defensive Part ist auch genauso geblieben, wie er vorher war, diese plus 1 auf Saves und plus 2 auf Paniktest. Bei dem offensiven Part hat sich ein bisschen was getan. Und zwar, die erhalten jetzt Critical Blow und Sundering statt der Würfel pro Rang, die sie noch übrig haben. Und ganz wichtig bei Adaptive Style ist jetzt, das gilt nur für eine einzige Attacke. Das heißt, diese ja, Fähigkeit bleibt nicht bis zum Ende der Runde aktiv. Das gilt auch für die defensive Variante. Ja. Korrekt. Ja, auch nur für den einen Angriff. Ja, Golden Company Swordsman, in der letzten Season waren sie sehr dominant, gar keine Frage. Es gab sogar einen Hotfix, um sie ein bisschen zu entschärfen, worüber man sich streiten kann, weil es eigentlich Du meinst, um sie zu besser buffen, gemacht oder? hat. aber jetzt hat sie es dann doch ordentlich erwischt, wie ich finde. Dadurch, dass Adaptive Style generell als Fähigkeit nochmal angepasst worden ist. Und ja, ich sag mal so. Würdet ihr sie trotzdem noch nach wie vor in euren Listen einbauen, für das, was sie so mitbringen? Ich glaube, nur noch einen sehr speziellen, Neutralen. das vielleicht, aber ich glaube, nur noch so einen sehr speziellen Kombination, wo halt die Fähigkeiten perfekt ineinander passen, aber generell eher nicht. Also auch vor allem der Trigger überschneidet sich ja auch mit anderen Karten und Critical Blow Sundering ist jetzt nett, aber halt auch nicht so gut, dass du da dir vielleicht andere Karten flöten gehen. Ja. Ich weiß zumindest, dass wenn ich Targaryen spielen werde, ich Golden Company Swordsmen nicht mehr einpacke, sondern dann auf die Ansalid zurückgreife, was ich sehr schön finde, weil Ansalid sind coole Einheiten, sowohl offensiver mit den Swordmasters als auch mit den Pikemen. Und ich glaube, das wird in vielen Fraktionen gehen, dass man sich einfach nochmal die 7-Punkte-Einheit anguckt und sich auch die wirklich mal anguckt und sich überlegt, macht das Sinn oder weil man nicht mehr diese Konkurrenz von den Golden Company Swordsmen dabei hat. Und das finde ich gut. Also es war überfällig, dass die genervt worden sind. Und ich finde, sie sind genervt worden. Sie sind nicht unspielbar. Also man kann sie immer noch einpacken. Man muss sich halt jetzt überlegen, warum packt man sie an. Finde ich genau das Richtige. Ja, das Einzige, was ich mich gefragt hatte, ich hatte eigentlich, also es war auch meine Erwartungshaltung vielleicht einfach nur, ja, werde ich damit gerechnet, dass sie einfach nur die Fähigkeit wieder dahingehend ändern, dass sie für einen Angriff wirkt.
Frage mich ja das. Vielleicht hätte es nicht gereicht, vielleicht wäre sie dann immer noch zu dominant, das weiß ich nicht. Aber das wäre so meine Erwartung. Das haben sie jetzt ja dann doch schon stark geändert durch Criplow. Und gut, sie kriegen dadurch dann Sundering zurück, was man ihnen vorher schon mal genommen hatte. Das war ja der Mid-Season-Nerf, sag ich mal. Ne? Mhm. Ja, also Precision haben sie nicht mehr, ne? Das war vorher so. Ne? Das ist auch nicht mehr. Ja, also als Dark-Spieler würde ich sie, glaube ich, jetzt nicht mehr mitnehmen, weil es eben auch relativ viel Trägerüberschneidung gibt. Außer jetzt auf der defensiven Seite. Ja, dafür brauche ich sie dann auch nicht. Ja, aber es ist auch gut. Ich meine, irgendwie hat sie auch genervt, dass die gefühlt überall dabei sein mussten. Es sei mal, mal Bock, irgendwie Elefanten einzupacken, dann ist es vielleicht immer noch ganz witzig. Wobei, da gibt es den Stark. Ja, mit Elefanten hast du sowieso das Problem, dass du dann über das neutrale Limit kommst. Ja, stimmt, schaffst du eh nicht. Ne? Ja. Dafür, das geht ja nur mit dem Attachment noch. Ja, mit dem Officer. Ja, recht. Ja, hat sich eh erledigt. Ja. Dann ein neutrales. Ja, schade. Ja, pflicht euch da in allen Punkten bei. Genau, ich denke, in erster Linie wird es dazu führen, dass man mehr auf die hauseigenen Infanterieeinheiten gucken wird, was eine schöne Änderung ist, das wäre ich angemerkt. Ich finde sie trotzdem nicht verkehrt. Ich denke mal, sie werden schon irgendwo ihren Platz in einigen Listen finden. Ich habe persönlich sie jetzt selber in einer Victarion-Liste noch irgendwo untergebracht gehabt. Ja, sie sind einfach nicht mehr so dominant, wie sie es vorher waren. Vielleicht eine persönliche Präferenz. Ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass die Fähigkeit so ein Rundeneffekt ist, aber vielleicht einfach nur abgeschwächter. Bin jetzt nicht so ein Riesenfan von so einmaligen, knallharten Effekten, weil man dann ein bisschen noch mehr variieren kann mit den Attachments, die da rein können. Genau. Aber ansonsten eigentlich an sich nachvollziehbare Änderung. Ich denke mal, am meisten tut das weh für die neutralen Spieler, die reine neutralen Fraktionen spielen. Aber da fehlt uns ja noch der Golden Company Commander. Also ich glaube, da könnte noch ein bisschen was kommen in Zukunft, um den ordentlichen Buff zu geben. Ja. Da steht ja alles noch aus. Genau. So viel zu den Golden Company Swordsmen. Als nächste Änderung haben wir kleine numerische Anpassungen bei den Bloody Mama Skirmishern. Und zwar haben sie hier jetzt wieder ihre 6er Geschwindigkeit zurückbekommen, die sie vor langer Zeit mal hatten. Und haben jetzt einen Würfel mehr auf dem zweiten Rang. Sogar auf dem letzten Rang ebenfalls. Die haben einfach jetzt statt 7, 5, 4 haben die 7, 6, 5. Ja. Ja. So eine Einheit, die habe ich jetzt schon seit einer sehr langen Weile nicht mehr gesehen. Ein bisschen schade, weil eigentlich das Konzept ist gar nicht so verkehrt. Ja. Ja, aber... Sie sind jetzt ein bisschen besser geworden, aber ich glaube, das wird ihnen jetzt nicht so aus der Versenkung helfen. Das ist so eine Änderung, glaube ich, die einmal einfach mitnimmt. Und wenn sie vorher in der Liste gut waren, werden sie immer noch jetzt sogar ein Stück besser sein in der Liste. Wenn sie nicht in die Liste reingepasst haben, passen sie immer noch nicht in die Liste rein. Also diese ganzen kleinen numerischen Änderungen, das ist so, nimmt man mit. Ja. Aber wird an der Realität, wann man und wo man diese Einheit einsetzen möchte, meistens nichts ändern. Hm. Ich glaube, das hier ist das perfekte Beispiel dafür. Oder eins der perfekten Beispiele dafür. Genau. Ja, ohne Keywords machen sie halt nicht so ganz viel Schaden und ich glaube, das letzte Mal, dass ich irgendwie gegen die gespielt hatte, mich irgendwie mal zurückgezogen und auf sie geschossen. Und das glaube ich, so ein bisschen ein Problem, dass man meistens ganz gut um sie rumspielen kann. Ne? Und dann machen ihre ganzen Fähigkeiten halt nichts. So, ich glaube, das ist ein bisschen schade bei denen. Und das ändert sich ja jetzt nicht wirklich dadurch, dass sie schneller geworden sind. Ja. Ja, trotzdem, falls ihr Fan seid von den Bloody Mamas, wenn ihr vorher Vargo zum Beispiel als Commander gespielt habt, jetzt habt ihr eine etwas stärkere Basis-Infanterie-Einheit zur Verfügung auf jeden Fall. Ja. Genau. Dann kommen wir zu der nächsten, eher neueren Einheit bei den Neutralen, die License Cell Swords. Die haben eine Änderung erfahren bei Pirate's Blades.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Effekt bei Raiders of the Three Cities, ob da es große Änderungen gab. Derselbe Effekt, aber ist jetzt innate. Das Ah macht man ja. eigentlich, also lässt sich nicht mehr abschalten. Ja. Okay, macht Sinn, auf jeden Fall, genau. Um das vielleicht ein bisschen glatt zu ziehen mit den Greyjoy-Pillage-Mechaniken. Ja. Und dann bei Pirates Blades, da gab es eine größere Änderung. Sie haben jetzt statt Precision haben sie Critical Blow. Greifen immer noch mit dem höchsten Angriffswert an, wenn sie zwei Pillage-Token haben. Aber neu ist, nachdem sie eine Nahkampfattacke abgeschlossen haben, heilen sie eine Wunde für jedes ihrer Pillage-Token. Was ihnen so ein bisschen selbst eingebauten Sustain nochmal gibt. Für eine 5-Punkte-Einheit würde ich sagen, ist das wirklich nicht schlecht, was die so mitbringen. Das Ja. ist ziemlich ordentlich eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Die haben nur Buffs gekriegt. Also es ist halt, ne, Raiders jetzt innate und zusätzlich so eine Art Fueled by Slaughter haben sie im Prinzip bekommen. Genau. Ja. Ist Also auf jeden die Fall. sind. Nee, die Eine sind auf jeden sinnvolle Fall. Einheit, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich gucke mir die gerade ein bisschen näher an. Also ich glaube, also die sind schon ziemlich gut geworden. Ich würde nicht sagen, also ich weiß nicht, konkurrieren schon so vielleicht ein bisschen mit den Cutthroats, nur halt mehr im anderen Damage-Spektrum so. Ich glaube, die kann man sehr gut mit irgendwelchen Attachments dann auch nochmal buffen. Ja, und sie werden halt besser, ne? Also Ja. grundsätzlich und können sich noch heilen. Also das sind ja Sachen, die bei Cutthroats nicht sind. Diese Cutthroats sind ja nach wie vor sehr glaskanonig. Gut, haben Rerolls und den Vulnerable Token potenziell und aber ansonsten, ich glaube, so ziemlich dasselbe Angriffsprofil wie die hier, ne? Die haben halt Crit Blow und können auf 8 Würfel dann kommen im Laufe der Zeit. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Also gut, kein Vulnerable Token, aber gegen schwach gepanzerte Einheiten ist das, glaube ich, ganz schön giftig. Ja, sie werden defensiv auch ein bisschen stabiler durch die +1 Moral. Ja, genau. Nee, also Sellswords machen einen sehr vernünftigen Eindruck. Also ich glaube schon, dass man die vereinzelt jetzt, also dass man die jetzt auf jeden Fall öfters sehen wird als in der Vergangenheit. Bei 5 Punkte kriegt man halt eher unter als eine größere Einheit. Ja. Genau. Dann haben wir als nächstes ebenfalls eine kleine Änderung, eine sehr kleine bei den Derwischen. Die haben einfach +1 auf Moral bekommen. So. Ob das jetzt, weiß ich nicht, den Braten fett macht. Also sie werden dadurch ein bisschen, kriegen dadurch ein bisschen mehr Sustain, einfach weil sie weniger Schaden durch Panik kriegen, also gar nicht so viel weniger, ist glaube ich fast ein Sechstel der Zeit, wo du Panik würfelst, jetzt weniger. Nett. Aber ich weiß halt nicht, ob das das Problem von denen waren, aber ja. Glaube ich auch nicht. Es ist, ich weiß nicht, ob es eher darum geht, die Stormcrows insgesamt als solche ein bisschen zu stärken und sozusagen dann auch den Stormcrow Commander. Wie viel gibt es? Zwei Stück, ne? Es gibt Jokin und es gibt Ja, die sind ein Commander. Das ist. Dario. Stimmt, ja. Ja, das Aber sind ja die bei. beiden Stormcrow Commander, Ja. dass die dadurch indirekt ein bisschen gebufft werden. Und ich meine, eine 5er Moral ist, also das ist eine verdammt gute Moral. Das zählt ja mit zu den besten Moralen. Ne? Nachtwache hat das ja irgendwie ziemlich durch die Bank und so. Das ist schon nicht schlecht. Aber ob das jetzt außerhalb dessen, weiß ich jetzt nicht. Also ich würde jetzt nicht, fühle mich jetzt nicht irgendwie dadurch motiviert, die eher mal zu nehmen. Also ich glaube, die hat man ja, wenn genommen, wegen Ambush Swift, ja, oder wahrscheinlich wegen Swift Strike und so. Und nicht unbedingt wegen der Moral. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es eben vielleicht eher darum geht, die Commander dadurch ein bisschen zu buffen, die dazugehörigen. Was ich denke, was es halt bufft, ist die Jokin-Karte, wo du die Karte anlegst, bis du halt einen Moraltest verpasst und durch die Karte Zusatzattacken kriegst. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Intention, einfach diese Karte ein bisschen besser zu machen. Ja, ist ein guter Weil Punkt, die ja. Stormcrows jetzt nicht sonderlich bekannt sind für ihre besten Moral und Moral 6, da verliert man halt die Karte doch schon eher als mit einem Moral 5. Ja. Ja.
Ich glaube, das macht dann, ja. ja. Ich glaube, das ist dann auch der Grund, warum du dann jetzt bei den Mercenaries gleich auch den Moralbuff siehst. Aber ich glaube, außer diesem Fall ist ein bisschen tankiger, aber jetzt auch nicht sonderlich viel. Gut. Ja. Ich hab sie, glaube ich, auch nur in Stormcrow-Listen gesehen, wenn sie meiner gespielt hat oder bei Robb Stark, wegen so Fähigkeiten wie Regroup and Reform. Ja. Da macht das halt Sinn. Ja, die wurden halt überwiegend wegen Swift Strike gepickt. Ich glaube fast schon, um sie wirklich auch außerhalb von den Neutralen und Rob und sowas ein bisschen spielbarer zu machen, sollte man eher vielleicht das Ambush durch irgendwas anderes eintauschen. Ich glaube, ein Keyword auf der Attacke wäre schon ein ganz guter Anfang. Critical Blow oder sowas in der Art wäre ja vielleicht da angemessener. Und ja, würde eine 7-Punkte-Infanterieeinheit ein bisschen mehr rechtfertigen. Ne? Genau. Aber trotzdem, ein Buff ist ein Buff. Nehmen wir mit. Die neutralen Spieler können sich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal freuen. Genau, und dann kommen wir zu der nächsten Stormcrow-Archers-Einheit. Es kann sein, dass wir hier noch vielleicht die alte Karte haben. Oh, sorry dafür. Ist aber halb so wild. Wir können nämlich auch, genau, wir hatten euch generell auch nochmal die Dokumente selber auch nochmal einzusehen, um den Vergleich zu ziehen und euch selber nochmal die Sachen anzugucken. An den Stormcrow Archers hat sich eigentlich von den anderen Fähigkeiten und Werten nichts verändert. Sie haben die Fähigkeit Loyalty Through Coin dazu bekommen. Das ist auch etwas, was wir schon vom Bronn Attachment kennen. Das heißt, wenn wir die Wave-Zone kontrollieren, haben sie plus 1 auf die Verteidigung und plus 1 auf die Moral. Ja. Ne? Macht sie stabiler und passt in dieses ganze Thema rein, dass man die Geldsäcke mit den Stormcrows kontrollieren will. Wodurch sie auch noch Sundering kriegen. Also das ist schon das ist dann schon eine echt ziemlich geile Fernkampfeinheit eigentlich, oder? 4-6er defensives Profil, 7 Würfel mit Sundering, allein durch die eine Zone irgendwie eingenommen. Ja. Ich weiß halt nicht, wie viel die dir diese defensiven Werte bringen, weil ich glaube, wenn du mal wirklich einen Nahkampf oder so von denen abkriegst, also wenn die mal wirklich angegangen werden, dann ist es halt ein 4-6er defensiver Wert nett, aber halt jetzt auch nicht so umwerfend. Klar, es ist besser als eine 5-7, aber ja. Ja, aber wenn ich so eine Standardeinheit, die sagen wir jetzt ohne die 7 Würfel auf 3 plus, meinetwegen ohne irgendein Keyword, macht bei denen, also bei einer 4er Rüstung und einer 6er Moral nicht mehr so unfassbar viel. Ne? Also da kommen die, glaube ich, ziemlich gut bei raus dann. Ja. Dann haben sie, was weiß ich, 3 Runden oder so. Sie verlieren wahrscheinlich nicht mal einen Rang. Ja. Also wenn du nicht das irgendwie noch unterstützt mit Vulnerable Token und dergleichen, also ich glaube schon, also für mich macht das schon einen Unterschied. Ich finde es gerade für Fernkampf, es gibt nicht so viele so stabile Fernkampf, vielleicht bist du als Lannister-Spieler einfach verwöhnt, ich weiß, aber die weil du da die Crossbowmen mit ihrer Vierer Rüstung irgendwie hast, die da rummarschieren. Aber das hat ja sonst nicht jeder. Ja, die Sache ist halt, meistens möchtest du ja sowieso nicht, dass deine Fernkampfeinheit angegriffen wird. Nee, natürlich nicht. Und dann bringt aber dir halt schön, auch so wenn sie das dann überleben kann. Ja, das stimmt. Also ich glaube, da ist es dieser Buff zur Moral durch Loyalty to Coin halt besser als, also das Wichtigere ja, okay, von. Vielleicht, ja, das stimmt wohl, ja. Ja. Ja, ich glaube auch, dass der Moral-Buff der entscheidende da ist, sondern haben sich gedacht, oh, wir haben hier eine Fähigkeit, die synergiert halt auch mit der Wave-Zone, passt in die Stormcrow-Thematik rein. Ja, dann nehmen wir einfach diese Fähigkeit, statt uns eine komplett neue zu überlegen. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Es ist auf jeden Fall ein deutlicher Buff. Ich glaube, die Stormcrow-Archer waren auch vorher schon eine sehr solide Einheit. Jetzt sind sie halt einfach nur besser geworden. Weil sie können ja immer noch, wenn man so ein paar von diesen Taktikzonen kontrolliert für Mercenaries Longbow, auch wirklich guten Schaden raushauen. Ja, ich würde das nicht direkt unterschreiben. Dass Zweikämpfe gegen andere Fernkampfeinheiten. Ja, ich würde das nicht unterschreiben, dass die eine solide Einheit vorher waren. Also man hat sie nie gesehen, also außer man hat mal Joggen gespielt, aber sonst hast du normalerweise immer bessere Alternativen gehabt und selbst mit den Golden Company Crossbowmen, die noch einen Punkt teurer sind,
hast du einfach eine deutlich bessere Einheit, die trifft auf die 3 plus, kriegt Rerolls in Short Range, hat noch Ja. Sentinel, ist dadurch deutlich mobiler und muss sich halt nicht auf irgendwelche Taktikzonen verlassen. Und die Stormcrow Archer haben auf jeden Fall einen Buff gebraucht, aber ich glaube, die hätten noch mehr Richtung Offensiv einen Buff gebraucht als Richtung Defensiv, aber den Buff haben sie auf jeden Fall gebraucht. Also die werden auf jeden Fall nicht Nein sagen, dass die die Fähigkeit bekommen haben. Ja, genau. Ja, und dann haben wir noch zum Abschluss bei den Stormcrows auch noch die Basisinfanterie, die Stormcrow Mercenaries. Auch hier eine relativ kleine numerische Anpassung, einfach ein besserer Moralwert. Ne? Ähnlich wie bei den Dervischen, vermutlich einfach nur mit dem Commander besser zu synergieren. Macht sie jetzt auch deutlich stabiler und jetzt passen sie mehr so auch in dieses Standard 5-Punkte-Infanterie-Schema rein nochmal. Ja. Ja. Gibt es eigentlich auch nicht mehr wirklich viel dazu zu sagen. Stormcrow Mercenaries werden nach wie vor, wenn überhaupt, dann gespielt wegen den Punktereduzierungen für die Attachments. Und ja, in den rein neutralen Stormcrow-Listen sind sie jetzt einfach auch einfach besser dadurch, ein bisschen stabiler. Ja, und im Endeffekt, du musst halt bedenken, es ist halt eine 4-Punkte-Einheit, weil du das 1-Punkte-Attachment kostenlos kriegst. Das heißt, wir 4 ein paar gequetschte Punkte. Und dafür sind sie ganz solide. Also jetzt 4-6er, das größte Problem war ja immer der Moral. Ja. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied jetzt. Ja. Ich glaube, Starkspieler freuen sich. Oder? Durchaus, durchaus. Durchaus. Da werden wir auch noch über die Starks reden. Die haben jetzt auch eine aber auch im 5-Punkte-Gefilde jetzt ziemlich gute. Ja, 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 da haben die jetzt. Ja, das stimmt. Das ist sehr interessant später, genau. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon bei den Kampfeinheiten durch, aber wie ihr sehen könnt, waren es relativ kleine Änderungen. Jetzt kommen wir vielleicht zu ein paar auch spannenderen Punkten, nämlich bei den NCUs. So, und da reden wir zuerst mal über Peter Baelish. Gibt es eine kleine Änderung an sich, aber könnte schon relativ gravierend sein. Und zwar, Peter hat jetzt nur noch 2 Order-Token statt, so wie früher 3. Das macht schon einen Unterschied. Das ist ordentlich. Ja. Erfahrungsgemäß waren die 3, glaube ich, schon an der guten Punkt. Ja. Ich glaube, so mehr als 3 brauchte man nicht. 3 war so der Sweet Point. 2 könnte ihn echt ein bisschen, ja, also hat ihn deutlich geschwächt auf jeden Fall, so meines Empfindens nach. Ja. Ich glaube halt, jetzt wird der Fokus mehr auf diese Once-per-Game-Fähigkeit gerückt, dass du diese Zone auch wirklich brauchen musst, wo er sagen kann, ich kontrolliere die jetzt. Weil wenn du diesen Once-per-Game-Effekt nicht ordentlich nutzen kannst, ist es halt auch nur so, na, zweimal irgendwie die Zone durch eine andere Zone zu ersetzen, ist nett, aber dieses eine Order-Token fehlt halt jetzt. Ja. Was man auch noch dazu sagen muss, also Listen, also vor allem die Liste, wo Peter ganz häufig gespielt worden ist, ist ja Kevan bei Lannistern. Die existiert nicht mehr, diese Liste. Und ja, dieses Konzept mit Peter ganz viele Attacken rauszuhauen und dann hat noch einen anderen Zoneneffekt zu ersetzen, noch einen anderen Zonen-Replacement zu haben. Das funktioniert jetzt nicht mehr so gut. Weil halt entsprechend die Attachments auch zum Teil, nicht alle, aber zum Teil genervt worden sind. Dementsprechend, ja. Ich persönlich, ich finde, er ist deutlich schwächer geworden durch dieses eine fehlende Token. Aber ich begrüße dennoch die Änderung, weil, ja, genau, wie ich schon gesagt habe, er ist jetzt halt spezialisierter. Und ich glaube, das ist immer so eigentlich auch das, was neutrale NCUs auch sein sollten. Sie sollten so eine spezielle Rolle irgendwie mitbringen, die halt nicht für alle universell irgendwie gut ist, sondern in bestimmten Listenkonzepten halt funktioniert. Und Peter ist jetzt so dieses Zonenkontroll-NCU. Wenn du halt irgendwie einen zusätzlichen Effekt brauchst für eine Runde, garantiert er in dir. Und gibt dir halt für 2 Runden ein bisschen mehr Flexibilität. Und ich finde, das ist eigentlich total in Ordnung.
Ich glaube auch, man wird ihn immer noch ein bisschen spielen. Also jetzt nicht mehr so oft wie vorher, weil vorher war das halt auch ein bisschen immer noch zu viel. Also vor allen Dingen in Modi wie Winds of Winter, Ja. Dark Wings, Dark Worlds. Da war ja halt wirklich einfach, ja, war ja sehr, sehr, sehr effektiv. Den wird man dort wahrscheinlich immer noch spielen, aber er ist nicht mehr so krass ausschlagekräftig. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Daher. Ja, ich glaube, neutrale Spieler werden so ein bisschen weinen. Das kann ich auch fühlen. Das macht auch durchaus Sinn. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das keine schlechte Änderung, zumindest in meinen Augen. Ja, das auf jeden Fall. Da stimme ich mir zu. Genau. Dann haben wir das nächste neutrale NCU hier, das auch relativ häufig gespielt worden ist in der letzten Season. Varus, er ist wieder da. Es vergeht auch kein Patch, in dem Varus nicht mal irgendwie angepasst Ja, wird. in Das letzter Zeit schon, ja. auch hier eigentlich eine kleine Änderung mit gravierenden Folgen. Er hat halt jetzt nur noch 3 Order-Token statt wie vorher 4. Ja, jetzt muss man tatsächlich mal nachdenken beim Einsatz. Ja, Kökös Also, könnte man so sagen, ja. ja. Ich glaube, das ist eine vernünftige Änderung. Ich glaube, er wird trotzdem nach wie vor gespielt werden. Ja. Und wahrscheinlich auch nicht wenig. Aber den finde ich auf jeden Fall sehr vernünftig. Also ich fand auch wichtig, zum Beispiel, weil ich eben so wichtig gesagt habe, dass Peter genervt wurde. 2 Token erscheinen mir tatsächlich ganz schön wenig, aber ich wüsste auch nicht, was man hier anders machen soll. Aber hier finde ich 3 Token klingt erstmal nach einem ziemlich guten Spot für ihn. Und dann muss man auch noch ein bisschen mehr nachdenken, okay, wofür setzt man die denn jetzt überhaupt ein? Also ich persönlich habe die immer gerne versucht, mir aufzusparen für entweder Heilen oder Hits. Und dann hin und wieder mal, wenn es jetzt irgendwie wichtig war, mal ein Shift ist natürlich auch super wichtig, das stimmt. Ja. Aber auch meine Taktikkarte ziehen, das habe ich seltener gemacht. Ich glaube, das würde ich jetzt gar nicht mehr machen, Taktikkarte ziehen. Dafür sind die jetzt dann zu wichtig geworden, die 3 Token. Ja, du hast halt dieses einen Token verloren, was du vielleicht mal irgendwann einfach so rausgeschmissen hast, weil warum nicht? Du konntest es Ja, ja genau. machen, du hattest ja 4. Und dieses eine Token, was du so ein bisschen achtlos rausgeworfen hast, das verlierst du halt jetzt. Und jetzt musst du halt Ja. wirklich jedes Token optimal nutzen, damit der halt Sinn macht. Und ja, finde ich gut. Find ich gut. Auch wenn ich auch wenn ich immer noch der Meinung bin, er hat eine coole Interaktion mit dem Taktikboard, was er halt macht, finde ich cool, was er macht. Und dass du jetzt ein bisschen eingeschränkter bist und nicht mehr durch das ganze Spiel durch diese Bedrohung hast. Ist gut. Ich Gefällt mir. glaube auch, 3 Order-Token sind genau der richtige, das genau das richtige Maß an Token. Also ich glaube, jetzt werden wir Varus nicht mehr ganz so häufig sehen wie in der letzten Season, weil da war es halt auch schon oftmals so, dass er in jeder zweiten Liste mit dabei war. Ja, und zum Abschluss bei der Neutralen auch hier ein altes, bekanntes Gesicht, Walder Frey. Auch dieser gute alte Junge erfährt regelmäßig Veränderungen mit den ganzen großen Patchen. Dieses Mal ist ihn auch wieder extrem erwischt. Wir haben wieder eine komplette Überarbeitung seiner Fähigkeit. Genau, und zwar heißt diese die jetzt Strategic Alliance. Einmal pro Spiel, wenn Walder eine Zone einnimmt, dürfen wir den Effekt dadurch ersetzen, dass wir aus 3 Punkten wählen dürfen. Und der erste Punkt ist, eine gegnerische Kampfeinheit wird weakened, vulnerable und panicked. Eine freundliche Einheit heilt 3 Wunden. Oder aber zu Beginn der nächsten Runde wird man der erste Spieler. Und ich glaube, das ist fast schon das Wichtigste hier in dieser Fähigkeit. Und Walder, soweit ich das richtig gesehen habe, lass mich nochmal überprüfen, kostet mittlerweile 5 Punkte statt 4. Teurer geworden, ja. Oh. Genau. Also man darf 2 Fähigkeiten, also 2 der Effekte aussuchen aus den 3. Oh ja, richtig, sorry, genau. Man darf Also. 2 sogar aussuchen. Ja, genau. Guter Punkt, danke. Ja, wir sind uns halt, denke ich, einig, dass vor allen Dingen der letzte Punkt hier eigentlich der wichtigste ist.
Also, in meinen Augen ist das auf jeden Fall eine Verbesserung zu dem Walder, der vorher existiert hatte. Der war ja so Ja. ein bisschen ein Experiment, wo man versucht hatte, mit der letzten Season 3 irgendwie so dieses 2-MCU-Meta irgendwie zu beleben. Hat nicht so wirklich geklappt, wenn wir ehrlich sind. Daher hat Walder niemand wirklich gespielt. Jetzt mit diesem neuen Effekt, der doch ziemlich spielentscheidend sein kann, könnte ich mir vorstellen, dass der in Listen jetzt auftaucht. Durchaus. Ja, Ja. vor allem du kannst halt Ja, ich schieß los. so Tempozüge halt plötzlich machen. Du kannst sagen, ja, ich setze dich jetzt unter Druck, ich weiß, nächste Runde bin ich Startspieler, da muss entweder mein Gegner super defensiv spielen oder ich krieg halt einen Vorteil. Also ich komme aus einer Runde, wo ich den Vorteil habe, komme mal raus in den Vorteil rein. Und normalerweise hast du ja, wenn du zweiter Spieler bist, weißt du, nächste Runde bin ich Startspieler. Ich habe meistens die letzte Aktivierung. Ich kann reinchargen zum Beispiel und dann nächste Runde kann ich mit den Schwertern nochmal zuschlagen. Also diesen Doppelzug machen. Und diesen Doppelzug, der extrem wichtig ist, vor allem weil du den halt auch sehr selten halt auch kriegst, im Endeffekt zweimal, wo es wirklich einen Unterschied macht. Den einfach verwehrt zu kriegen, glaube ich, tut deutlich mehr weh, als man es im Endeffekt jetzt erwartet, weil du dann einfach komplett diesen Schwung rausgenommen kriegst, den du eigentlich durch so einen Zug kriegen solltest. Und ja, du musst mal sich plötzlich deutlich mehr auf der Hut sein, selbst wenn der Effekt von Walder relativ früh im Spiel gezündet wird. Ja. Ja gut, wenn er früh gezündet wird, weiß man zumindest. Man kann sich ein bisschen vielleicht darauf Ja. einstellen. Wenn er spät gezündet wird, ist es kein Unterschied wahrscheinlich so zur jetzigen Variante. Das finde ich halt so ein bisschen das. Ob er überhaupt gespielt wird, in was für Listen und ja, wie sich das anfühlt, irgendwie mit ihm oder gegen ihn zu spielen. Was ich mir nicht vorstellen kann, gerade im Augenblick, ist, dass er wieder so wie in seiner allerersten Iteration sein wird, dass er überall auftaucht, quasi sozusagen zum Pflichtpiece in jeder Liste irgendwie wurde. Das war ja, als er neu war, irgendwie völlig bescheuert. Dieses alle Fähigkeiten abschalten, irgendwie war das, glaube ich, naja. Ne? Das sehe ich absolut nicht. Ich bin gespannt. Also einschätzen, ich finde es schwer, das einzuschätzen. Der Effekt ist cool. Der war ja auch jetzt, ich meine, letztendlich in der Variante vorher ja auch stark. Ne? Dieses Bedrohen, okay, ich nehme dir gegebenenfalls irgendwie dein Startspieler weg. Nur man konnte sehr leicht was dagegen machen. Hier kann man jetzt im Grunde genommen nichts mehr gegen machen. Also wenn er das machen will, dann macht das. Ja. Ich bin gespannt, also auf jeden Fall neugierig, wie sich das anfühlt. Ja. Ja, ich mag die Änderung auch. Ich finde, das ist also eine viel bessere Variante als die, die wir vorher hatten, die vermutlich doch schon mal hier und da gespielt wird, die hat halt auch eine sehr spezialisierte Rolle hat. Dieses einmalige, ich bekomme nochmal den First Player Token. In den richtigen Händen kann das halt auch sehr spielentscheidend sein. An der Stelle möchte ich nur anmerken, was übrigens schon sehr interessant ist. Ich hatte festgestellt gehabt, man kann den ganz gut mit Outflank kombinieren, weil beide hier simultan triggern und man praktisch dann zu Beginn der Runde die Reihenfolge der Effekte auswählen kann. Also kann man sagen, okay, ich bringe meine Vanguard zum Beispiel rein und kriege dann das Erstspieler-Token, weil beides zu Beginn der Runde ist. Und das ist, glaube ich, eine Nischenanwendung, die vielleicht hatte man die nur nicht so richtig auf dem Schirm. Regeltechnisch würde es sogar funktionieren. Und da bin ich gespannt, ob irgendwie Leute mit Outflank da experimentieren könnten. Ach, weil da steht, at the start of the next round, you become the first player. Meinst Ja, du genau. deswegen? Ja, genau. Meinst du echt, dass das so sein soll?
Ich weiß nicht, ob es sein soll, aber es sollte theoretisch funktionieren, wie Elias beschrieben hat. Ernsthaft? Ja, durchaus. Also zumindest so wie man es jetzt liest, sollte es funktionieren, weil du dann halt als aktiver Spieler mit dieser... Ja, aber erster Spieler wirst du doch immer zu Beginn der Runde. Dann ist das jetzt ja schon so, dass du Outflank eigentlich immer spielen kannst, weil du immer zu Beginn der Runde erster Spieler wirst. Wann denn sonst? Also du wirst ja nicht... Es ist laut der Karte ein Trigger-Zeitpunkt. Also halt Outflank halt auch den zeitgleichen Trigger und du darfst dir die Reihenfolge dann aussuchen. Zumindest wenn jemand so argumentiert auf dem Spieltisch, könnte ich nicht sagen, nee, das geht nicht. Also ich glaube, das ist wieder so eine Interaktion, die war nicht beabsichtigt. Vermutlich sehr, sehr stark. Ist vermutlich aber auch mehr so eine Spielerei. Also ob das jetzt wirklich so effektiv ist, weiß man jetzt nicht am Ende des Tages. Aber vielleicht in der Nachtwachenliste mit der Vanguard könnte Potenzial haben, weil du verteilst ja auch noch drei Condition Tokens mit seinem anderen Bullet Point. Und da kannst du so ein Ziel richtig mürbe machen mit den Tokens und dann da reinchargen. Ja. Wie wäre es mit dem, auch wie heißt er, Reaver Captain, der Outflank hat? Das wird ja plötzlich auch mit Infanterieeinheiten ganz witzig, weil du die dann auf jeden Fall in den Rücken von deinem Gegner jagen kannst. Wir werden später noch über die Targaryens Outflank-Einheit haben und die habe ich zuerst gedacht. Das könnte halt auch ziemlich effektiv sein. Du meinst die Rakas? Ja, genau. Ich glaube, da kann man so ein paar Listenkonzepte drumherum bauen, wenn man es drauf anlegt. Ob es jetzt am Ende des Tages so effektiv ist, wird sich noch ausstellen. Aber da geht was, glaube ich. Ja. Ich habe auch gerade mal nachgedacht, das stimmt schon. First Player Token wandert am Ende der Runde in der Cleanup-Phase zum anderen Spieler. Und dann zu Beginn der folgenden Runde holt man sich dann sozusagen wieder. Also man gibt den de facto einmal ab, so wie die Karte hier formuliert ist. Ja, weil Cleanup-Phase ist halt Ende der Runde. Gibt den Token sozusagen ab, geht in die nächste Runde und kriegt ihn dann zurück. Ja, stimmt, dann müsste das funktionieren mit Outflank. Oh, ich frage mich, ob die das so gewollt haben. Kann natürlich sein. Ich meine, dann das macht ihn auf jeden Fall nochmal stärker. Also, oder gibt spannend. Okay, ja, dann geil. Outflank. Schön mit Assault Orders kombinieren. Ja. Das ist genau das, woran ich denken musste. Da hast du ja auch Khal Drogo da geht auf jeden Fall was, wie gesagt. Ich habe jetzt andere Start-of-Round-Effekte mir angeguckt, aber da war jetzt nicht so dieses Potenzial drin wie mit Outflank. Aber auch für sich allein genommen ist der neue Walder gar nicht so zu verachten. Also kann schon ziemlich, ziemlich stark sein, richtig Moment. Joa, und das war es eigentlich auch schon mit den Neutralen. Also eine überschaubare Anzahl an Änderungen, aber trotzdem ein paar dabei, die Meta ein bisschen aufdröseln werden, vor allen Dingen bei den beiden Ensues, Peter und Varys. Bin ich auch sehr froh über diese Änderung und auch bei den Golden Company Swordsmen. Es bringt einfach ein bisschen mehr Schwung rein. Und die anderen Sachen waren so, die haben den Buff gebraucht, haben den kleinen Buff bekommen. Ob das jetzt einen großen Unterschied macht oder nicht, wird sich zeigen. Aber vieles einfach so Quality of Life Changes, ohne dass man jetzt wirklich die Welt neu erfunden hat. Und ich finde das gut. Also genau sowas braucht das Spiel. Einfach so kleine Änderungen, um die Sachen so ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen. Ja. Sehe ich genauso. Ich finde generell schön, dass, also ich hoffe, dass das auch der Auftakt von einem regelmäßigen Update-Zyklus, dass wir wirklich jedes halbe Jahr ein gut durchstrukturiertes Update bekommen. Sie haben jetzt mit diesem einen guten Auftrag gehabt. Alle Dokumente kamen gut raus. Es gab nur kleine Fehler. Das Update der App kam auch sehr schnell raus. Vor allen Dingen haben sie halt auch die Homepage mal aufgeräumt, weil sie war zum Teil,
wirklich hanebüchen unübersichtlich geworden. Ich hab neue Spieler in das Spiel herangeführt und musste denen erstmal oftmals erklären, was sie eigentlich runterladen müssen, was sie aus. Es war zu unübersichtlich geworden. Jetzt haben sie das wirklich nochmal wie so ein Cut gemacht, glatt gezogen. Sie haben auch dieses alberne, was war das, 2021 Season 3, 2 haben sie jetzt endlich weggenommen und gesagt, es ist jetzt einfach Season 4. Danke dafür. Es war nicht verstanden, warum man das überhaupt, also warum man das sich dagegen so gesträubt hatte, das zu machen. Haben sie jetzt gemacht. Und wenn der nächste Patch, der Mid-Season-Patch, ich schätze mal im Juli oder wann auch immer kommen wird, genauso verläuft, dann ja, zwei Daumen hoch. Also bisher alles gut gemacht und in dem Patch werden dann halt auch, und das ist wichtig für die neutralen Spieler an der Stelle, auch nochmal Commander und Attachments nochmal revaluiert. Also kann man sich da auch nochmal vielleicht auf ein paar schöne Buffs dann freuen. Ne? Also wenn ihr jetzt sagt, okay, die Änderungen waren jetzt nicht so gravierend für mich und doch irgendwie sind das mehr Nerfs als Buffs und schade, da kommt ja noch was. Ein bisschen Geduld haben und da kommt ja noch was. Ne? Genau. Ja. Genau. Wir haben noch Boltons. Auch wenn wir die schon so halb besprochen haben. Genau, wie wir schon sagten, die wenigen unter euch, die Boltons spielen, haltet weiterhin die Fahne hoch, ist mega cool. Boltons haben jetzt kleine Änderungen bekommen, vielleicht aber auch mit großer Auswirkung. Und die erste Änderung ist die Fraktionskarte Inner Circle. Da wurde der Text nochmal angepasst. Im Grunde habt ihr jetzt die Möglichkeit, einfach auch neutrale Einheiten mit den Boltons zu kombinieren. Ganz einfach. Gibt den Bolton-Spielern einfach viel mehr Auswahl und hätte vielleicht auch schon von Anfang an so sein sollen, was meint ihr? Ja, was ich gut finde, ist, dass zumindest für Charaktere im Übrigen gilt, dass man die nur in ihrer Bolton-Version spielen darf. Also ich glaube, man darf Roos nur in der Bolton-Version spielen, nicht in der Neutral-Version beispielsweise. Das finde ich schon mal ganz gut. Ja, und ich finde es gerade bei einer Mini-Fraktion total sinnig. Also das fand ich, kann ich eher verstehen, wenn man es für andere Fraktionen einschränkt, aber gerade Mini-Fraktionen ist doch total ärgerlich, wo schon klar ist, ihr kriegt weniger Releases, ihr habt weniger Auswahl. Ja, warum das dann noch zusätzlich einschränken? Warum denen nicht irgendwie erlauben, Neutrale zu nehmen? Habe ich gar nicht verstanden. Und das finde ich jetzt erstmal sinnvoll, ja. Vor allem, es hat ja das Listbuilding extrem schwierig gemacht. Und jetzt hat man zumindest die Möglichkeit, Möglichkeiten zum Ausweichen zu finden. Die Boltons bestehen zu einem Drittel aus, die Neutralen bestehen zu einem Drittel aus Boltons. Also so ewig viel hast du dadurch auch nicht gewonnen. Aber du kriegst zumindest ein paar NCUs dazu. Du kriegst ein, zwei Einheiten dazu mit den Bloody Mamas, mit den Stormcrows, mit den Golden Companies. Die passen nicht unbedingt in das Thema rein von der Fraktion, aber du hast zumindest ein bisschen Auswahl. Du hast zumindest ein bisschen die Möglichkeit, mit den Punkten zu spielen. Du hast nicht nur eine Einheit, die defensiv ist, offensiv ist oder dies und jenes macht, sondern du hast eventuell mal die Möglichkeit, ein bisschen rumzuschieben und Alternativen zu finden. Und das ist gut und das war auch, glaube ich, das, was die Boltons bis jetzt relativ viel zurückgehalten haben und vielleicht diese paar Optionen mehr. Ich glaube, tut ihnen einfach gut. Ja. Vor allen Dingen, ich glaube, auch die Auswahl der NCUs könnte sie jetzt noch deutlich attraktiver machen. Ja, genau. Bei den Einheiten ist schwierig. Ich bin kein Bolton-Spieler, aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass hier zum Beispiel auch Golden Company, Swordsman oder vielleicht sogar Crossbowmen, die vielleicht gar nicht so uninteressant sind mit den Bastard Boys, die relativ kostengünstig daherkommen, dass man die nochmal in eine Liste irgendwie verbaut. Ich muss dann an Sour Allen denken, der auch Fernkampfeinheiten sehr stark bufft. Und wenn man die zum Beispiel mit den Crossbows also ihn kombiniert, ist eine potente Kombination auf jeden Fall. Ich glaube, da geht ein bisschen was dann in Zukunft. Ne? Und man kann auch neutrale Commander halt spielen. Das ist halt auch das Coole, weil dann kannst du halt auch Charaktere wie Vaco Hoad, der durchaus halt auch auf Panik geht, wenn ein bisschen anders als die Boltons selber, aber der trotzdem damit ein bisschen rumspielt.
Und die Bolten unterstützen so ein bisschen auch sein Spielzeug. Also ich glaube, man kann jetzt doch durchaus ein paar sehr interessante Listenkonzepte auf die Beine dadurch stellen. Da geht was. Und jeder zukünftige neutrale Release macht dann halt also eigentlich auch die Boltons ein bisschen nochmal vielseitiger. Ist eine schöne Sache. Ja. Genau. Also Bolton-Spieler, ihr dürft euch auf jeden Fall freuen. Lange wartet und jetzt ist es endlich da. Jetzt könnt ihr auch die Neutralen spielen. Also sehr, sehr cool. Und zum Abschluss haben wir noch eine kleine weitere Änderung bei den Bolts. Ist vielleicht nicht ganz so schön, das werden wir gleich erklären. Das nämlich der gute alte Tybalt. Seine Fähigkeit wurde im Grunde wurde umgeschrieben. So ein bisschen, die soll ein bisschen klarer formuliert sein, damit das nicht mehr zu so Verwirrung kommt. Und da gab es sehr viele Fragen immer, auch wenn er gespielt worden ist, wie diese Interaktionen eigentlich ablaufen. Der Text jetzt soll das ein bisschen klarer alles strukturieren. Haben sie, finde ich, auch ganz gut gemacht. Ein wichtiges Detail da drinne, einen kleinen Nerf erfahren. Vielleicht, Yannick, willst du mal drauf eingehen, weil du spielst ja doch ein bisschen öfters Boltons. Also im Endeffekt, Tybalt kann man jetzt nur noch benutzen, wenn er nicht auf dem Taktikboard steht. Wenn man ihn jetzt benutzt, und also wenn gegnerisch ein CO aktiviert, kann man einen Order-Token ausgeben. Und wenn man das macht, sagt man eine Taktikzone an. Wenn der Gegner diese Taktikzone einnimmt, wird eine gegnerische Einheit vulnerable. Und wenn er das eben nicht tut, kann man halt Tybalt auf diese Zone stellen. Und früher ging es halt, dass du diesen Effekt auch benutzen konntest, wenn Tybalt auf dem Taktikboard stand. Das hieß, wenn der den zweiten Effekt benutzt hat und der Gegner halt nicht eine freie Zone eingenommen hat, konntest du Tybalt halt auf diese Zone stellen und hast sozusagen Tybalt zweimal aktiviert. Also hast zwei Taktikzonen gekriegt. Und jetzt ist der untere Effekt nur noch dazu da, dass du ihn ohne eine Aktivierung sozusagen auszugeben, aufs Taktikboard stellen kannst. Was halt eine deutliche Abschwächung ist. Vor allem, weil du früher so Sachen machen konntest, du bist Startspieler, gehst auf die Schwerter, und dann sagst du nimmst die Krone mit seinem Effekt und dann stellt sich Typ halt auf die Krone und plötzlich sind die Schwerter wieder frei. Das heißt, du hast zweimal die Schwerter bekommen, plus noch einmal Krone. Solche Sachen gingen halt. Funktioniert halt jetzt nicht mehr. Und das war eigentlich das, was Typ halt so stark gemacht hat, einfach diese zwei Zonen zu kriegen in einer Runde, plus dann halt nochmal Zonen frei zu machen, auf denen er steht. Und das funktioniert einfach alles nicht mehr. War vermutlich auch nicht intendiert, aber es macht den halt jetzt ein gutes Stück schwächer. Und was auch noch ist, du kannst den Effekt auch nicht mehr benutzen, wenn er schon aktiviert ist. Das heißt, selbst Vulnerable Tokens kannst du nicht mehr verteilen, wenn er nicht aktiviert ist. Das ist so, ja. Vor allem jetzt verteilst du auf dem ersten Effekt nur noch Vulnerable Tokens und auf dem zweiten Effekt verlierst du eine Aktivierung. Macht höchstens Sinn, wenn du nicht erster Spieler bist und Tybalt auf die Taktikzone, aufs Taktikboard zu bekommen, damit du halt drei NCUs aktivieren kannst und dein Gegner nur zwei. Das, ja, aber sonst, das Ja, hat. das und du kannst sozusagen kannst eine Taktikboard-Aktion machen und bist danach sofort dran. Also ich kann mir schon vorstellen, was es sich zu Beginn eines Zuges, Runde 2, Runde 3 oder so, dein Gegner Startspieler und will sehr wahrscheinlich die Schwerter nehmen. Dann sagst du halt, ja, hier, ich sag mal Pferde. Wenn er jetzt die Pferde nicht nimmt, wird zum einen irgendwas von den Vulnerable und du hast ein freies Manöver, kannst dich in Position bringen, bist dran und kannst dann chargen oder was auch immer. Ne? Das ist noch ein ganz cooler Effekt, den er dir immer noch bietet. Aber ich finde auch, dass der ganz schön geschwächt wurde. Also ich finde, vorher war das schon, ja, gerade wie du sagst, du konntest Taktikzonen noch wieder frei machen auch. Ne? Das war ja schon total stark. Und der war halt sehr effizient einfach. Ne? Du hast keine Aktivierung verloren und du konntest mit einer NCU zwei Zonen einnehmen. Und also zwei Zoneneffekte nutzen, potenziell. Ne? Das war schon irgendwie echt gut. Also ist schon ein ziemlich harter Nerf. Ich bin gespannt, ja, ob, ja,
was das halt für Bodenspieler bedeutet, ob die ihn jetzt noch so oft einpacken, gerade weil sie jetzt ja auch dann natürlich eine größere Auswahl an NCUs haben und wahrscheinlich eher dann auch mal auf neutrale NCUs zugreifen. Ja, bin ich mal gespannt, ob man Tyber halt noch so viel sehen wird bei den Bodens. Ja. Cool. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass der Genau, von uns, wie du auch schon richtig gesagt hattest. Wir hatten ihn damals auch sogar als eines der kreativeren, also kreativsten NCUs im Spieler so angepriesen. Es war ein sehr, sehr cooler Effekt, den es so noch nie irgendwo gab. Ich hätte es den Boltons eigentlich auch gegönnt, dass der auch so bleibt, wie er ist. Man hätte einfach das Wording gerade ziehen können. Das hätte ja nichts zur Sache getan. Aber dass sie ihn jetzt noch simultan praktisch dadurch so entschärft haben, ist wirklich sehr, sehr schade. Was vielleicht ich ein bisschen unverschämt finde, ist, dass sie das als Quality of Life Change bezeichnen. Das ist ein bisschen fies. Das gebe ich auch zu. Die Würze liegt so im Detail jetzt hier. Wenn man sich damit jetzt nicht so stark beschäftigt hat, fällt es einem vermutlich gar nicht so sehr auf. Aber ich denke mal, die Bolton-Spieler wussten schon, was der so auf dem Kasten hatte. Ja. Und es ist ein bisschen schade, dass das jetzt so entschärft worden ist. Wär nicht nötig gewesen. Ich glaube, Trostpflaster ist hier, okay, ihr habt jetzt andere neutrale NCUs noch zur Option. Und an sich ist er immer noch nicht verkehrt. Er gibt euch, ne, wie Yannick schon erklärt hatte, dieses Tempo-Play. Wenn ihr mal nicht der erste Spieler seid, dann kriegt ihr trotzdem eure drei NCUs irgendwie aufs Board und könnt dem Gegner damit eine Zone wegschnappen. Ist nicht verkehrt. Es gibt halt aber jetzt zum Teil, also ich ziehe dann den Vergleich immer zu dem neuen Christopher Botley, der im Grunde dasselbe macht, aber besser. Das ist auch so ein bisschen schade, ne? Also da gibt es sogar so Vergleiche und ich weiß, das ist eine andere Fraktion, aber die sind sich jetzt sehr, sehr ähnlich und das andere NCU macht das aber ein bisschen alles effektiver. Schade. Vielleicht hat man die anderen NCUs auch dann kleines bisschen attraktiver machen können. Hätte nicht geschadet. Aber hey, man kann nicht alles haben. Wie gesagt, es kommt auch hier nochmal der Mid-Season-Patch. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass auch bei den Boltons nochmal vereinzelte Attachments oder vielleicht sogar nochmal die Commander nochmal geupdatet werden. Ist durchaus denkbar. Vielleicht sogar nochmal die Units irgendwie. Also jetzt, nachdem so ein bisschen länger die Spearmen bei den Boltons gespielt worden sind. Vielleicht werden die noch einen kleinen Buff erfahren. Könnte ja auch gut sein. Vielleicht auch die Archer. Mal sehen. Ne? Es steht nicht komplett, ist nicht komplett vom Tisch zumindest, dass da noch was kommt. Ja. 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 Ich glaube, Attachments wurde auch so ein bisschen als Schwerpunkt für den nächsten Patch schon angekündigt, ich meine, das ist noch lange hin, ob das dann auch wirklich so sein wird, sei mal dahingestellt, aber zumindest hat Michael das ja in seinem letzten Post irgendwie, glaube ich, angedeutet, dass das der Schwerpunkt sein dürfte. Ne? Genau. Ja, und alles in allem war es das aber auch schon zu den Boltons. Gesagt, sehr übersichtlich, aber ist auch verständlich, die Fraktion ist immer noch sehr, sehr frisch und sehr überschaubar. Und genau, das war eigentlich auch schon unser Einblick oder Überblick über die Neutralen und über die Boltons. Lasst uns gerne in den Kommentaren da, wie ihr die Änderung als neutraler Spieler empfindet oder als Bolton-Spieler. Was sind so eure Wünsche? Was empfindet ihr als gut? Was eher vielleicht sogar als negativ? Würden uns über jeden Kommentar freuen. Und auch wenn ihr natürlich in die Diskussion einsteigt auf unserem Discord-Server. Wir haben jetzt mittlerweile über 700 Mitglieder, was uns tierisch freut. Vielen lieben Dank dafür. Finde ich richtig, richtig klasse. Das ist ein richtig großer Milestone. Wir hatten das gar nicht so auf dem Schirm und dann nebenbei auf einmal so, huch, ja schon einige Leute jetzt mittlerweile hier. Wir sind über jeden Einzelnen froh und für jeden Einzelnen dankbar, der auch schon so viele Jahre mit uns zusammen über dieses Spiel philosophiert und Theory Crafting und so weiter betreibt. Mega cool. Danke dafür nochmal an der Stelle. Teilt gerne den Discord auch nochmal mit euren Clubmitgliedern, mit euren Spielkameraden. Würde uns tierisch freuen, je mehr, umso besser. Und wir werden jetzt halt, wie angekündigt, auch in den folgenden Wochen über die nächsten Fraktionen drüber gehen.
Wir haben uns noch nicht entschieden, in welcher Reihenfolge wir das machen. Vielleicht, so eine kleine Idee von mir, lassen wir sogar mal die Community mal irgendwie abstimmen in irgendeiner Form auf dem Discord-Server. Sehen wir einfach mal, wo das Interesse gerade ist, über was wir als nächstes reden sollen. Genau, schauen wir einfach mal. Ja, könnt ihr auf jeden Fall ja auch hier einen Kommentar einfach lassen, was ihr als nächstes am liebsten sehen würdet. Genau. Supi, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. War jetzt diesmal tatsächlich eine kürzere Folge. Wir haben es mal geschafft zu abwechseln. Ich glaube, wir haben jetzt nicht so übertrieben. genau, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Und dann bis zum nächsten Video. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Ciao.